Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Präsident, Wohnen, darüber sind wir uns vermutlich einig, ist ein Grundbedürfnis und damit auch ein Grundrecht von Menschen. Wohnungspolitik schien ziemlich lange ein streitloses Thema zu sein, weil die Grundversorgung in der Bundesrepublik, in den Bundesländern unproblematisch zu sein schien. Aber ich glaube, dass wir feststellen müssen, das haben nicht nur die Berichterstattung, sondern die vielen Gespräche mit den Menschen in Nordrhein-Westfalen gezeigt, sie ist als Konflikt zurück auf der politischen Agenda und sie ist als Konflikt zurück auch auf der Tagesordnung von Landespolitik. Warum ist das so? Das ist deswegen so, weil die Mieten steigen in vielen Regionen Nordrhein-Westfalens, insbesondere in der Rheinschiene und in Universitätsstädten. Das zeigt uns die Antwort auch auf die große Anfrage, die uns hier vorliegt, weil der Wohnungsmarkt sich spaltet. Eben war die Rede davon, von der schwierigen, problematischen sozialen Gruppe der Lehrerinnen im Rheinhaus. In der Tat, ich glaube, das ist ein Hinweis darauf, dass wir es in der Tat mit einer Spaltung zu tun haben, weil der demografische Wandel zusätzliche Mittel erfordert. Wir werden weniger, wir werden älter. Dass wir älter werden, ist auch gut so, aber das bedeutet neue Herausforderungen in neuen Lebensgemeinschaften in Nordrhein-Westfalen, auch infrastrukturell in der Wohnungspolitik umzusetzen. Wohnungspolitik braucht damit eine klare Förderpolitik und Wohnungspolitik braucht einen zuverlässigen ordnungspolitischen Rahmen und für beides haben wir in Nordrhein-Westfalen an ganz unterschiedlichen Punkten in den vergangenen 3 Jahren gesorgt. Privat und Staat müssen sich auf dem Wohnungsmarkt ergänzen. Das ist, glaube ich, eine sehr klare Einsicht in der Wohnungspolitik inzwischen wieder. Es reicht nicht, auf privat vor Staat zu setzen, wie das hier unter CDU und FDP die Landespolitik sehr stark dominiert hat. Privat und Staat müssen sich ergänzen und müssen den Wohnungsmarkt nach den Bedürfnissen der Menschen und nach den Bedürfnissen der Zeit weiterentwickeln. Wir wollen in Nordrhein-Westfalen lebendige Quartiere. Wir wollen, dass Menschen unterschiedlichen Alters, unterschiedlicher Lebensformen in Quartieren zusammen wohnen, leben und sich auch gegenseitig unterstützen können. Auf diese Unterstützung in den Quartieren kommt es auch wesentlich an, gerade dann, wenn Menschen im Quartier, in ihrer Wohnung älter werden wollen und eben nicht in stationäre Einrichtungen gehen wollen. Wir brauchen kindgerechte Quartiere, wir brauchen altengerechte Quartiere, wir brauchen Quartiere, die ganzheitlich ausgerichtet sind und die Bedürfnisse der Menschen erfüllen. Und das will ich auch noch dazu sagen. Wir brauchen natürlich Klimaquartiere, in denen neben der Kaltmiete auch die zweite Miete, die Heizkosten, bezahlbar bleiben. Wir brauchen mehr energetische Sanierung in Nordrhein-Westfalen. Das ist übrigens auch ein Konjunktur- und Investitionsprogramm für dieses Land, weil es das Handwerk fördert, weil es Arbeitsplätze im Handwerk schafft. Wir haben derzeit ungefähr 14 Klimaquartiere in Nordrhein-Westfalen. Ich bin der festen Überzeugung, wir brauchen wesentlich mehr. Im ersten Schritt 100, aber wir haben ja 100 T, wenn nicht über 1000, tausende Quartiere in Nordrhein-Westfalen. Da liegt eine ganz zentrale Aufgabe der Landespolitik und auch der Quartierspolitik des Landes. Ich glaube, an dieser Stelle kann man sehr klar lernen von einem Leuchtturmprojekt, das wir in Nordrhein-Westfalen haben, Innovation City Bottrop. Leider viel zu wenig bundesweit bekannt. Da muss man sicher für die Bekanntheit des Projektes noch einiges tun. An diesem Projekt Innovation City Bottrop kann man sehr viel darüber lernen, wie klimagerechte Quartiere der Zukunft aussehen können, wie sie auch bezahlbar sind und bezahlbar bleiben. Und wir sind sehr dafür, da genau auszuwerten und auch zu gucken, wie dieses Konzept Innovation City Bottrop sozusagen auf die Fläche ausgerollt werden kann und wie aus diesem Konzept andere Quartiere lernen können. Gut ist auch aus unserer Sicht, dass die Bundesregierung nun wieder das Programm Soziale Stadt verstärkt. Denn Wohnungspolitik muss mit Stadtentwicklungspolitik eng verzahnt sein. Das ist eine Erkenntnis, die wir gewonnen haben in der Wohnungspolitik und die gerade durch diese große Anfrage noch mal belegt wird. Sie muss eng verzahnt sein. Und das heißt für uns auch, wir brauchen Investitionen, gerade in den Quartieren, die Ankunftsquartiere sind für Menschen mit Migrationshintergrund, die zum Teil mit schwierigen sozialen Problemlagen auch konfrontiert sind. Investitionen in die Hardware,
in die Wohnungspolitik. Da ist unser Förderprogramm entscheidend wichtig, aber auch Investitionen in die Software, wenn man so will, das heißt in soziale Hilfe in diesem Viertel, um auch Konflikte in den Städten zu moderieren. Ich will an dieser Stelle auch noch mal herzlichen Dank sagen an die Landesregierung für die Beantwortung der großen Anfrage. Da haben viele Ressorts mit, haben mehrere Ressorts mitgearbeitet. Und das ist auch eine gute Datenbasis für uns, um unsere Arbeit weiter fortzuführen, um den Dreiklang der rot-grünen Wohnungspolitik in Nordrhein-Westfalen fortzusetzen. Der lautet: fördernd von bezahlbarem Wohnraum, fordernd von gesetzlichen Handlungsmöglichkeiten gegen die Vernachlässigung auch von Wohnraum, Kooperation mit der Wohnungswirtschaft und den Mieterinnen, um unser Land zukunftsfähig aufzustellen. Wir haben, das haben wir in der Vergangenheit schon getan, die Fehler von Schwarz-Gelb korrigiert, die 2005 bis 2010 dazu führten, dass die Eigentumsforderung in den Fokus gerückt worden ist und de facto damit auch Geld fehlallokiert worden ist. Sie, meine Damen und Herren von CDU und FDP, haben den Menschen zwar in Nordrhein-Westfalen eine Förderung zukommen lassen, Sie haben es aber genau in dieser wichtigen Periode, in diesen wichtigen 5 Jahren für die Entwicklung auf dem Wohnungsmarkt heute versäumt, rechtzeitig die Förderrichtlinien auszurichten auf die Tatsache, dass Mieten steigen, dass Zuzug in die großen Städte erfolgt, dass bezahlbarer Wohnraum fehlt. Das ist Ihr Versagen an der Stelle, und es ist absolut richtig und gut gewesen, dass wir in der Lage waren, diese Fehlentwicklung auch zu korrigieren. Die neue Wohnraumförderung konzentriert sich auf den tatsächlichen Bedarf. Wir schaffen gleichzeitig auch einen verlässlichen Rahmen mit einem mehrjährigen Förderrahmen, verlässlich für die Wohnungswirtschaft, verlässlich für Investoren. Und wir ermöglichen einen Tilgungsrahmen und damit auch die Möglichkeit, in schwierigeren Investitionsfeldern dennoch in Neuinvestitionen, in Sanierungsinvestitionen zu gehen. Sehr geehrte Damen und Herren, das ist eine qualitative Weiterentwicklung, die war so nur möglich mit Rot-Grün. Wir haben auch einen Schwerpunkt gelegt auf das studentische Wohnen, weil wir wissen, dass der doppelte Abiturjahrgang neben all den Vorkehrungen, die zuvor getroffen worden sind, auch neue Herausforderungen auf den Mietwohnungsmarkt bedeutet. Ich will auch noch das Wohnungsaufsichtsgesetz erwähnen, das, glaube ich, ein ganz entscheidender Handlungsfaktor jetzt für die Kommunen ist. Damit ist auch der ordnungspolitische Rahmen noch einmal beschrieben, den wir gesetzt haben in Nordrhein-Westfalen. Nichtsdestotrotz wird es viele Aufgaben geben. Ich habe sie eingangs genannt. Der demografische Wandel und die Herausforderungen durch den Klimawandel werden an erster Stelle stehen. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Schneckenburg.